Willkommen zurück zur zweiten Episode von Doom 2 Hell on Earth. Ja, dann legen wir einfach mal los und zwar mal schauen. So, wir sind letztes Mal stehen geblieben am Ende des dritten Levels, beziehungsweise haben das dritte Level abgeschlossen. Und jetzt mal einfach mal schauen, wie es hier weitergeht. Und da können wir auch schon direkt loslegen. Oh. Ich weiß nicht, ich glaube, ich müsste mal. Hatte ich eigentlich beim letzten Mal schon gemacht, aber. Nee. Müsste eigentlich passen. Ist ein bisschen laut, aber naja. Oh. Also das war jetzt wirklich ein Zufall, aber. Supergeil. Also ich glaube, diese Stelle habe ich noch nie gefunden vorher. Ich habe jetzt eigentlich nur mal einfach nur aus Spaß hier gegen die Wand gedrückt. Also ich finde nach wie vor dafür, dass das Spiel so alt ist, wenn man mal überlegt, das ist von 94, das ist jetzt, boah Alter, 22 Jahre alt. Das ist ja, 22 Jahre alt ist das Spiel und ich sitze jetzt hier 2016, fast 2017 und zocke einfach mal Doom 2, weil es auch einfach nur geil ist. So, jetzt bin ich gerade verwirrt, warum wir hier nicht aufkommen, das heißt, wir müssen wahrscheinlich woanders hin. Und ich. Okay. Und diese fucking Rollos hier gehen mir total auf den Sack. Ah, okay. Ah. Ich ahne, dass jetzt irgendwas passieren wird. Wenn ich den Schlüssel einsammle. Ja, irgendeine Tür hat sich irgendwo geöffnet. Oh, da. Das finde ich ja wirklich mega geil. Man sieht wirklich nichts, also... Ah, Licht angemacht, alles klar. Lustig ist auch, dass egal wie weit wir uns von den Rollos entfernen, ich höre die immer noch so, als wäre die direkt neben mir. Ah, okay, ich glaube... Man muss sich irgendwie beeilen. Wenn ich hier drauf drücke, dann fährt hier irgendwas runter. Damit ich zum roten Schlüssel komme. Glaube ich. Es war zumindest früher so. Hm. Ah, hier. Oh shit. Oder fährt das von alleine runter? Tja.
Wohin ging das doch runter? Ah! Okay. Kiste. Oh. Oh shit. Ah, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Das heißt, diese kleine Kiste hier in der Ecke ist praktisch ein Schalter. Nee, doch. Wollte schon sagen. Reporter. Boah, ey. So. Frage ist nur, wo lang geht's weit? Ach hier. Oh, daran erinnere ich mich. Also ich muss sagen, die machen ganz schön viel Schaden hier, diese... Also egal welche Gegner. Muss auf dich aufpassen. Einfach mal hier runter. Hier ist ein Teleporter. Mal gucken, was auf der anderen Seite ist. Ich glaube, hier ist auch einer. Jo. Okay, das heißt, ich bin jetzt auf dieser Seite. Ah, alles klar. Muss ich wahrscheinlich hier rein, genau. Ah, sehr gut. Ja, das war's schon. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube nicht, dass wir alles gesehen oder gefunden haben. Ja, Secret 66%. Ich glaube, wenn man wirklich alle Secrets haben möchte, dann muss man schon sehr detailliert durchs Level durchgehen. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich möchte lieber hier ein paar Typen fertig machen. Ich finde auch dieses Grunzen einfach nur super gut. Wer macht es nicht? Oh, Moment. Das machen wir gleich. Wobei, ich denke, wir müssen... Oh, nee, da. Das meinte ich doch. So. Also das mit der Maus, das ist wirklich... Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben, wie man das irgendwie abschalten kann, dass ich nicht mit der Maus nach vorne laufen kann. Das ist super nervig. Okay, hier können wir erstmal nicht weiter. Geht's wieder zurück. Die treffe ich nicht. Also ich muss nach wie vor sagen, bei manchen Stellen habe ich nach wie vor so eine kleine Gänsehaut, auch wenn das so billig eigentlich ist, aber... Okay, wir haben jetzt hier eine Reihe von Schaltern, beziehungsweise zwei. Okay, einmal den hier, einmal den hier. Habe ich was gehört? Ich meine, vielleicht irre ich mich auch. Okay, ich dachte, hier hätte sich irgendwo ein Gang geöffnet.
hat... Oh, es sind sogar drei Schalter. Ah, wollte schon sagen. So, hier haben wir nämlich diese blaue Flüssigkeit. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass diese kleinen, diese rosa Hundschweine bald kommen. Da, wusste ich's doch. Ah, das sieht nach einer geilen Waffe aus. Ich glaube, das ist die Plasma Gun. Ne, das ist der Rocket Launcher, okay. Und die sind super nervig. Die fand ich auch in dem neuesten Doom-Teil super nervig. Die sind auch sehr hartnäckig teilweise. So. Vielleicht wechseln wir auch mal die Waffe zwischendurch. So. Bei der letzten Episode hatte ich erwähnt, dass wenn man sich Doom 2 kauft, bekommt man das noch mit einem anderen Teil. Das war nicht Ultimate Doom, da hatte ich mich vertan, sondern das ist Final Doom. Und zwar ist Final Doom praktisch der Nachfolger von Doom 2 damals gewesen. Der kam ein Jahr später raus und war praktisch wie so ein kleines Add-on, was ich selber auch noch gar nicht gezockt habe. Das heißt, wenn das hier durch ist, Doom 2, dann werde ich das auf jeden Fall mal anzocken und mal gucken. Jetzt haben wir den roten Schlüssel, super. Was ich schade finde, ist, dass ich nicht mehr so viel Munition von der Pumpe habe. Obwohl doch. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach wieder zurück. Moment, aber... Ich möchte hier rein, wie gesagt. Also... Gibt es nämlich ganz, ganz viel Munition. Das ist super. Ja, Energie haben wir voll, sogar mehr als voll. Dann gehen wir einfach mal weiter. Komm zu, ne? Blauen Schlüssel. Okay, die Frage ist, ob wir irgendwas vergessen haben. Glaube nicht. Ich glaube, da hinten hätte ich eigentlich in diesem dunklen Raum erstmal geradeaus gehen können, aber ich glaube, da sind wir jetzt durch andere Wege auch noch weggekommen. Von daher. Oh shit, die sind auch super hart. Yeah. So, da hinten ist noch einer. Dann wechseln wir jetzt mal zur Minigun. So. Jetzt hört man hier unten noch diese Hunde. Ich sehe jetzt aber keinen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier unten einfach rein kann. Ich sehe da hinten eine Tür oder so einen Durchgang. Ich gehe da jetzt einfach mal hin, weil wer weiß, vielleicht verbirgt sich da etwa etwas. Oh, ist ein Teleporter. Alles klar. Ah, okay, alles klar, bin ich wieder am Anfang. Wo bist du? Ah, da war der. Okay, wir können hier anscheinend nichts machen.
Komisch. Egal. Dann war's das. Oh. Das war ja miserabel. Okay, also das Level war bisher am schlechtesten. Aber ich würde sagen, da können wir drüber hinwegsehen. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Das finde ich auch super, falls euch das jetzt auch gefallen ist. Die Zombies, die Gegner, die hier schießen sich manchmal selber, wenn die sich im Weg stehen. Das ist eigentlich auch ganz clever gemacht. Also ich meine, erwartet man ja eigentlich nicht bei einem Spiel von 94, aber bei Doom schon. Hier ist doch irgendwo... Ach, da. Okay, brauchen wir einen blauen Schlüssel für. Oh, Moment. Die Stelle kenne ich. Ich glaube, wenn das richtig ist, kommt jetzt was richtig Krasses. Nee, doch nicht. Weil die sind jetzt auch schon etwas härter. Ich dachte, hängt dann wahrscheinlich von der Schwierigkeitsstufe zusammen. Je nach Schwierigkeitsstufe erscheint hier auch diese fette Spinne. Oh Scheiße, ich bin... man sieht es unten nicht, Blute im Gesicht. So, und da ist die Plasma-Gun, die ich meinte. So, jetzt wollen wir die mal nicht verschwenden. Ach so. Ja, hätte ich meine Munition gar nicht verbrauchen müssen. So. Wo geht's weiter? Ich weiß, dass wir in dieser grünen Pampe hier unten Schaden bekommen. Aber da ist Energie, deswegen renne ich hier ganz schnell durch. So. Ah, okay. Alles klar. Die Frage ist, wo geht's weiter? Ich versuche jetzt einfach mal hier drüber zu sprinten. Oh, funktioniert. Nur leider komme ich hier nicht weiter. Oh, shit. Fuck. Das war so nicht geplant. Scheiße. Ich glaube, das wird so nix. Ich versuche nochmal den Schalter hier. Geht nicht. Ich brauche den blauen Schlüssel. Ah, ich habe eine Idee. Oh, tatsächlich. Hat tatsächlich funktioniert. So, das habe ich gebraucht. Hier die Energie. Shit. Ich muss richtig aufpassen. So. Mein Gott. Jetzt die Frage. Kommen wir da oben auch drauf? Ich weiß es gar nicht. Hier gibt es keinen weiteren Schalter. Scheinen ja anscheinend eine Menge Gegner zu sein.
Das können wir auch nicht runterfahren. Ich habe jetzt aber einen blauen Schlüssel. Vielleicht kommen wir irgendwie so dahin. Kommt der jetzt her? Naja, egal. Dann gehen wir erstmal hier oben weiter. Vielleicht schaffen wir es ja, über diesen Weg dahin zu kommen. Ich bin fast tot, sehe ich gerade. Ah, das tat gut. Also ich hatte das gar nicht so heftig in Erinnerung früher. Also, dass man auch so schnell Energie verliert, kann auch vielleicht daran liegen, dass, dass man hauptsächlich mit den bekannten Cheats gezockt hat. Die kennt man ja auch von früher. Ich glaube, das hat jeder mal, das hat jeder früher gemacht. Also IDDQD und IDKFA kennt eigentlich jeder. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier funktionieren. Ich werde es jetzt. Oh shit. Ich werde es jetzt nicht versuchen. Wurde angegriffen. Und go. Schlüssel, alles klar. Okay. Also ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie die ganze Zeit eine richtige Gänsehaut, wenn ich diese Viecher hier sehe. Oh, shit. Vielleicht deshalb. Ich wusste, dass irgendwas kommt. Boah. Kein Problem für Bugman. Wenn ihr euch fragt, warum ich immer so merkwürdig über so kleine um so Ecken laufe, dann das liegt halt daran, dass ich wirklich Probleme mit dieser Maussteuerung habe und ich habe Angst, hier unten reinzufallen. Ich glaube, das ist giftig, das Zeug, oder ätzend. Deswegen bin ich da vorsichtig. Schuss. Ah, genau, ich glaube, es ist auch so, die Doppelläufe verbraucht natürlich zwei Schuss immer. Dann nehmen wir mal hier wieder. Oh, shit. So, den Motherfucker werde ich jetzt nehmen. Shit. Kaum Munition, so viel zum Thema, man findet immer genug Munition. Aber das sieht schon mal gut aus jetzt. Okay. Jetzt wahrscheinlich hier weiter. Schon mal ein Teleporter, goldener Schlüssel. Der goldene Schlüssel ist meistens der Ausgangsschlüssel. So. Also, die bekämpfen sich da gegenseitig. Das ist natürlich super. Das ist wirklich super.
bin fast tot. Weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, also dieser Imp, der hat diesen Minigun-Typen von hinten zufällig angeschossen. Und der hat sich natürlich direkt umgedreht und den gekillt. Also das finde ich natürlich super geil. Das hilft mir auch sehr. Ich weiß, die müsste ich jetzt eigentlich nicht töten da unten, weil die stören mich eigentlich nicht, aber da habe ich einfach Bock drauf. So. Hier ist noch eine Tür. Ach ne, von hier kam ich, alles klar. Dann war's das, glaube ich. Oder was ist hier? Ach, das ist der Anfang wieder. Krass, okay. So, gerade noch eben überlebt. Ja, auch wieder spärlich eher, aber mein Gott, wir haben überlebt. Und ich würde sagen, das war's erstmal wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.